So, servus Leute, willkommen bei Angeln Allround. Ich bin heute an der Fluss gefahren. Nach langer Zeit, ich war schon ewig nicht mehr Angler. Aber ich habe einfach mal wieder richtig Bock gehabt. Und zwar habe ich erst mit Method Feeder gefischt. Ich wollte sie mal ausprobieren. Hier hat es Brasse, Schleier, Karpfe, Rotauge, ganze Palette eigentlich. Aber das ist nicht ganz einfach hier. Das ist ein ziemlich schwerer Fluss. Da gibt es Tage, da fängt man richtig gut und da fängt man mal wieder ein paar Mal gar nichts. Das ist echt schwer zu knacken, das Gewässer. Ja, ich habe jetzt 4 Stunden gefischt mit dem Method Feeder. Kein Biss gekriegt, gar nichts. Und habe mich entschlossen, einen weiteren Platz anzufüttern. Da sitze ich jetzt gerade. Und es sieht richtig gut aus, da gründelt es ordentlich. Und mal gucken, ob da was geht. So. Ich habe vorhin, wo ich noch am anderen Platz war, bei Method Feedern, habe ich hier ja ein bisschen vorgefüttert. Und zwar 3-4 Hände voll mit den Pellets. Und die habe ich alle direkt hier am Ufer reingeschmissen, in dem Umkreis. Und bevor ich jetzt meine Angel reinwerfe, fütter ich noch mal ein bisschen. Und wie gesagt, da gründelt schon richtig geil. Also ich bin echt guter Dinge, dass da was gehen könnte. Und dann montieren wir mal die Angel. Ja, Leute, eigentlich wollte ich heute gar kein Video machen. Ah, doch, ich wollte schon eins machen, aber ich wollte eigentlich eins über das Method Feeder machen. Und habe dann kein Biss gekriegt, gar nichts. Deswegen habe ich es gelassen. Aber jetzt ist mir dann doch die Idee gekommen, warum nicht Video machen flexibel, über flexibel angeln. Weil man muss immer flexibel sein. Das habe ich jetzt gemacht. Ich habe jetzt einen anderen Platz noch angefüttert. Und will so die Karpfe ein bisschen stalken, heißt es. Das kommt aus dem Englischen. Das heißt, man füttert verschiedene Plätze an, guckt dann, was passiert, sieht man was, gründelt, beißt was und fischt die Plätze dann nacheinander ab. Ich habe mir jetzt nur einen Platz angelegt, neben meinem Feederplatz. Und da probiere ich es jetzt auch. Ich habe hier eine Spinnrute mit ca. 60 Gramm Wurfgewicht, kleine Rolle und eine 30 Gramm Monofile. Die Rute ist ziemlich kurz, die hat vielleicht so 2,40 Meter. Das ist wichtig hier, weil hier alles zugewachsen ist, viele Hindernisse. Und da kann ich besser mit hantieren dann. Ja, was gibt es sonst zu sagen? Ich probiere es jetzt hier ein bisschen und hoffe, dass da was geht. Also, bis dann. So Leute, freie Leine. Daran habe ich einen 8er Haar geknotet. Oder war es ein 6er, ich weiß es nicht mehr genau. Und dann ein Teigbolle von der Größe hier. Warum so ein kleiner Haken? Das ist aus dem Grund, weil es hier auch Schleier und Brasse hat. Und ich die natürlich auch gern fangen will. Und den lege ich jetzt. Ich mache ihn kurz nass, dass er fest wird. Und dann schlendere ich den einfach ganz locker ans Ufer hier, wo ich auch gefüttert habe. So, direkt am Ufer. Keinen Meter entfernt. Jetzt mache ich meinen Bügel auf, gebe ein bisschen Schnur und lege die Rute ab. Und jetzt habe ich einiges an Schnur, wo auf dem Wasser liegt. Vielleicht sieht man es auch ein bisschen. Da sieht man die Schnur. Und das sehe ich dann ganz genau, wenn die sich spannt, dann habe ich einen Biss. Und der Fisch, der spürt keinerlei Widerstand. Natürlich muss ich mich hier extrem ruhig verhalten. Ich tue hier genau überlegen, welchen Schritt ich setze und welchen nicht, dass ich auf keinen Ast stapp und so weiter. Das ist nämlich alles, ja, wie soll ich sagen, also ich fische hier direkt am Ufer und eine falsche Bewegung, die Fische sind weg. Da ist sogar leicht unterhöhlt noch das Ufer, das macht das Ganze natürlich nicht besser. So, ich habe jetzt meinen Teig reingeworfen. Und jetzt bleibe ich einfach auf meinem Stuhl hocken und warte. Ist natürlich nicht jedem seine Sache mit Ausdauer und so. Aber muss halt auch mal sein. Ich fütter dann immer wieder alle Viertelstunde ungefähr ein bisschen nach. Und dann hoffen wir mal, dass was geht.
So Leute, da ist das Prachtexemplar. Ein Traum von Fisch. Super geil. So Leute, da ist der super geile Schuppi. Echter Wahnsinn. Freut mich extrem für das Gewässer hier. Hat einen brutalen Kampf geliefert. Also war richtig extrem. Ich habe eigentlich nicht gedacht, dass ich ihn rauskriege, wenn ich ehrlich bin. Der ist immer wieder Richtung Busch, Richtung Bäume. Und mit der leichten Rute, er hat komplett Bremse zugemacht. Und es hat Gott sei Dank geklappt. Was für ein herrlicher Fisch. Ja, wie es halt immer ist. Natürlich habe ich meine Kamera wieder griffbereit gehabt beim Drill. Oh, Bisonbad. Ah, scheiße, ist der abtaucht. Ja, egal. Ja, meine Kamera mal wieder nicht griffbereit gehabt. Deswegen möchte ich euch der Drill mal genauer schildern. Das war nämlich richtig geil. Das war mal wieder richtig Adrenalin für mich. Und zwar hier. Hier ungefähr lag mein Köder. Und ich habe mit freier Leine gefischt. Die Schnur hat sich gespannt. Und ich schlag an. Und der Fisch rast sofort in die Bremse und geht nach da hinter zu den Büsche. Der war auch ein paar Mal drin, 3-4 Mal war da in den Büsche drin. Aber Gott sei Dank hat er sich nicht festgesetzt. Ich habe dann immer die Rute komplett unter Wasser taucht, weil das soll anscheinend helfen, dass er, ja, keine Ahnung, warum das so ist, aber dann hat man auf jeden Fall bessere Chance im Hindernis. Dann ist auch die Schnur nicht in der Luft, sondern unter Wasser und kann sich nicht in der Äste verhängen. Ja, und der ist echt ein paar Mal in die Bremse gegangen. Ich habe ja mit einer leichten Spinnrute gefischt, nicht leicht, aber eine mittlere Spinnrute. Und so ein Karpfen mit, ich schätze mal, der hat 4-5 Kilo Kett, Schuppi. Und das im Fluss, da kann man sich schon vorstellen, was da abgeht. Der hat richtig Radau gemacht. Ja, ist ja alles gut gegangen, Gott sei Dank. Aber ich denke mal, hier jetzt auch noch weitaus größere Fische drin. Und vielleicht kriegt man ja noch was, mal schauen. Also die nächste halbe Stunde mache ich mir jetzt keine Hoffnung, weil durch den Drill ist natürlich alles verscheucht worden. Aber ich habe es gleich nachgefüttert und vielleicht kommen da wieder ein paar Fische. So, kommen wir zu Futter und Köder. Ich denke mal, viele von euch kennen das wahrscheinlich schon von mir. Das sind die Mini-Pellets, wo ich immer in Wasser einweiche. Hier noch von vorher meine Method Feeder Mulde. Und das war mein Köder. Einfach aus dem gleichen Material ein Teig. Natürlich nicht so groß, der war ungefähr so groß wie eine Walnuss, wie eine Erdnuss. So groß ungefähr. Da habe ich den Haken komplett drin versenkt und es hält dann auch echt überraschend gut am Haken. Und da gibt es eigentlich nichts Besseres, man füttert mit dem Zeug und man fischt mit dem Zeug. Das heißt, der Fisch, der schöpft keinerlei Verdacht und habe ja freie Leine, das heißt, der zieht ganz locker die Schnur weg. Hat keinen Widerstand und beim Anschlag geht der Haken dann aus dem Teig raus und hakt sofort. Habe ich eigentlich fast noch nie gemacht mit Teigfische, aber ich glaube, das ist echt immer noch eine super geile Methode. So, dann habe ich nochmal einen wichtigen Tipp für euch, den ich euch echt ins Herz legen will. Und zwar, wo ich davor gefischt habe, also bevor der Karpfen Bisse hat, da hatte ich auf meiner Spule einen Knoten drin. Also die Schnur, die war irgendwie auf der Spule verknotet und es ging dann, ich konnte so auswerfen, war noch 5 Meter drauf und dann kam halt der Knoten. Und dann habe ich mir gesagt, komm, jetzt nimmst du die Zeit und entknotest die Scheiße, weil es könnte ja sein, dass wirklich was Größeres beißt, wo eine Bremse geht. Und tatsächlich, da hat der Karpfen Bisse. Das heißt, wenn ich hätte es nicht gemacht, aus Faulheit, dann hätte ich den Karpfen zu 1000% verloren. Deswegen guckt auf die Kleinigkeiten und guckt, dass euer Montage, euer Gerät immer perfekt ist. Das ist das Allerwichtigste, weil Schnur, Hake und Rute, da muss einfach alles stimmen. Und dann klappt es auch. So Leute, ich gehe jetzt heim, weil ich habe extrem Hunger. Man knurrt schon richtig der Magen. Fassen wir nochmal zusammen die wichtigsten Punkte von heute. Also immer flexibel sein. Zum Beispiel ist ja kein Problem, sich einfach mal einen zweiten Platz anzufüttern. Das kann jeder machen. Das Futter, die paar Cent, scheiß drauf. Dafür verdoppelt man seine Chance praktisch. Ja, also nicht stur auf einem Platz fischen, sondern wenn nichts beißt, Platz wechseln, andere Plätze befüttern. Dann Ausdauer. Ist natürlich nicht immer ganz einfach, aber Ausdauer wird bezahlt.
So war es bei mir heute auch. Ich hatte ehrlich gesagt gar keinen Bock, überhaupt den Platz hier noch zu befischen. Und dann habe ich aber geguckt, habe gedacht, komm, jetzt guckst vorbei, wenigstens, wenn du gefüttert hast. Und habe dann gleich gesehen, wow, geil, überall gründelt. Und bin dann bestimmt auch noch 3 Stunden hier gesessen, ohne Biss. Oder ich habe Bisse gehabt, aber immer Fehlbisse. Und ich bin auch nicht gegangen, sondern ich bin geblieben, habe nachgefüttert. Und dann hat der Karpf verbissen, das war Wahnsinn, echt geil. Hat mich so mega gefreut. Und ja, guckt auf eure kleinen Teile, dass die Montage alles perfekt ist. Das kann jederzeit der Fisch des Lebens beißen. Ja, das war es eigentlich schon für heute. Wenn euch das Video gefallen hat, dann könnt ihr uns abonnieren. Und dann sage ich mal, bis zum nächsten Mal. Ciao.